Sonntag, 18. Februar, 9 Uhr. Wilfried und ich sind auf der Baustelle und trinken herrlichen Kaffee. Ich bin noch ein bisschen krank, Leute, und auch ein bisschen unmotiviert, ne? Ist immer ein Sonntag. Üdo! Guten Morgen auf dem heiligen Sonntag. Ja, auf dem heiligen Sonntag. Dann ist bei euch jetzt Arbeit oder was? Sonntag morgens? Deine Frau dich wieder angezogen oder wieso siehst du so ein Schale geworfen aus? Schale, ich hab Jogginghose an. So. Ah, was schön, du. Was? Ja. Sonntags. Unterhemdungen ist das, ja. Junge, Junge, Junge. Ja. Adretten, du. Ja, komm, hör auf zu labern. Ich kann das sagen, da bei uns vom Sportplatz immer mehr Kaffeebecher hierher kommen. Nein. Ja. Danke, Will. Nein, nicht. Danke, Will. Der eine sagt, ja, der andere sagt, nein, ich will mich vorher absprechen. Nein, bitte nicht. Ach, hör doch, das sind doch unsere. Nein. Nee, das ist... Das ist nicht unsere, das sehe ich so. Das ist nicht unsere. So, dann hört schon auf. Oh, das ist auch nicht unsere. Siehste? So, das sind 3 Tassen gegenüber 10. Ja, also. Nun sauf den ganzen Kaffee nicht leer, ich will auch noch einen. Ja, wir auch. Hier, er steckt dran. Danke, Udo, du bist ein reinsten, ein Ohrigkeit. Erika, zu Rest. Schluck, hat uns gesagt. Schluck. Kommt hier rein, direkt ohne Mund. Nee, nichts. Nur ein Meckern wieder. Das Problem ist auch, okay, ihr beiden sitzt ja nebeneinander. 1,5 Stunden und sagt kein Wort zueinander. Ja, weil wir genießen. Ja, genießen. Habt ihr bereits denn schon gemacht? Nichts. Nix, genossen. Genossen. Man muss sich die ganze Zeit in Luft bewegen. Ich werde so schnell mit euch. Warum? Ja, ich dachte, ich hab schon wieder oben was abgebrochen. Wir haben auf dich gewartet. Ja, vom Weg. Heute ist heiliger Sonntag. Ich geh gleich zur Kirche noch. Du hast Hausverbot in der Kirche. 10 Uhr geh ich zur Kirche. Um zu gucken, wer da ist oder was? Richtig. Und dann treffe ich oben genauso. Wenn ich die Kirche betrete, ne, dann gehe ich in Flammen auf. Boah, wenn er den Kopf hier macht. Boah, der ganze... Boah. Der ist geil. Oh. Wilfrieds Kaffee hat halt auch wirklich super PS, ne? Also ja. Wirklich, das ist der Wahnsinn. Also, liebe Leute, solltet ihr mal in den Genuss kommen, der knallt wie sonst was. Da ist jeder mit zufrieden. Ich habe noch nie jemanden motzen gehört. Nee, ich auch nicht. Ich. Wer hat den Kaffee gemacht? Wilfried. Oh, schmeckt gut. Lecker. Ihr beiden Schlüpfergesichter, echt. Ihr seid solche Schlüpfer, das gibt's nicht. Aber darum komme ich auch gerne hierher, weil das immer so ein bisschen spaßig ist. Ne? Wir müssen auch ein bisschen Spaß haben. Hast du eine alte Jacke angezogen, wa? Für nichts tun, wa? Wir können halt am besten Kaffee trinken zusammen. Ja, und dann muss ich ehrlich sagen, ihr könnt auch am besten nichts machen, weil dann könnt ihr nichts kaputt machen. Das ist auch so. Dann quälen wir uns mal am heiligen Sonntag nach oben, wa? Oh Mann. Der ganze Schutt muss auch noch weg, aber das ist nichts für heute. So, ich fahre zum Sportplatz, ich muss ihn gucken, weil wärmer das Wetter ist, wegen Maulwürfe, ob die schon wieder geschmissen haben. Udo, ja. Danke, dass du hier warst, um meinen Kaffee zu trinken. Ja, das ist selbstverständlich, mache ich auch gerne wieder. Wenn du mich einlädst, komme ich gerne wieder mal vorbei. Danke, Udo, ne? Ja. Also, ihr wisst ja, ihr habt 4 gesunde Arme und da kann man mit arbeiten. Udo, wenn du wiederkommst, ne, bring ihm Zucker mit. Haben wir keinen Zucker mehr? Nee, ist auf. Dann ist den Schutt mal morgen wegräumen, wa? Ich bin echt schlapp wie Hulle. Aua. Die Dämmung hier müssen wir ja auch noch rausholen, Wilfried. Aber das ist morgen dran. So, wir sind im neuen Teil des Hauses. Hier haben wir alles blank gemacht. Boden weg, Wände blank. Ja. Und jetzt müssen wir auf dem Dachboden. Ja. Da muss jetzt alles runtergeräumt werden, weil wir die Bretter weg haben müssen. Ganz genau. Die Bretter sollen weg. Und warum kommen die Bretter weg, Wilhelm? Weil du hier offene Balkenlager haben willst. Ja. Dann muss das alles weg. Genau. Und dafür müssen wir erstmal den Dachboden freiräumen. Genau. Ich weiß aber auch nicht, was da oben alles noch drauf ist. Ja, genug. Genug, geil. Ich hole mich Strahler. Okay. Guten alten Baustrahler, ey. Halt für 20 Euro geschossen im Baumarkt, kein Witz. War so ein olles Ausstellungsstück. Da haben sie zu mir gesagt, ach, nimm mal mit für 20 Euro. Geil, ne? Und der hat richtig Dampf, ey, der will wohl. Da kannst du Leute mit Röntgen. Die Strahler haben auch Haue, ne? Das ist der Wahnsinn. Wilhelm, ja. Der Zauberstab. Oha, warte, ich stehe auf dem Kabel. Warte. Wilfried. Ja. So. Hast du genug? Das kannst du nicht. So viel oder was? Alter Schwede. Oh Gott, ich hoffe, die hält mich aus, ey. Ich bin ja schon mal ein bisschen schwerer als der Rest hier. Wow. Herrlich, Wilfried. Pass auf, dass du nicht von der Spinne angegriffen wirst, Diggi. Nee, hier sind keine. Hier liegt noch ein bisschen Kram, wa? Kannst du so runterwerfen. Hier, hast du gesehen? Was? Eine alte Schulbank. Ja, eine uralte Schulbank, stimmt. Geil, Alter, eine uralte
Schulbank, ja. Die will ich auch nicht wegwerfen. Den Boden hier, liebe Leute, müsst ihr euch wegdenken. Der ist später nicht mehr da, ne? Sollen wir den Scheiß runterwerfen, Wilhelm? Ja. Finde ich auch gute Idee. Hab mich sogar ausgehalten, die Treppe. Aber das sagt mir was zu. Ich hätte mit mir gerechnet, aber es geht noch. So. Und die ganzen Wände müssen ja auch noch gemacht werden. Muss ja alles ab. Ja. Du Kastaniensammler, du musst so ein bisschen sortiert werfen. Du schmeißt dir doch den ganzen Weg hier zu. Du kommst hier doch gar nicht mehr runter, du Kasper. Ist noch nicht normal, aber gut. Der ganze Raum ist wieder voll. Und das ist die Hälfte jetzt. Ja, bei dem anderen Kram sollten wir auch auf Daniel und so warten, dass wir das morgen alles in Ruhe dann runterholen. Ja, das kann man auch nicht runterwerfen. Nee, nee, deswegen, das müssen wir in Ruhe machen und uns eben Gedanken machen, was mit den ganzen Plünden hier passiert. Mal durchgucken. Und vielleicht Altkleidersammlung. Ist eine Menge, Wilfried, aber dann wissen wir zumindest, was auf uns zukommt. Wir müssen sowieso im Warten, weil morgen wird der Container abgeholt. Die werden getauscht, ne? Ja. Ah, sehr gut. Brauchen wir auch. Montag, 19. Februar, 13.16 Uhr. Wilhelm. Ja, bitte. Wie ist die Lage? Bei mir gut. Und bei dir? Ja, geht. Wollen wir gestern erstmal den Bauschutt wegräumen oder was? Erstmal muss der Bauschutt weg, wa? Haben wir uns wieder die beste Aufgabe ausgesucht. Ja. Nützt man all nix. 10-mal laufen haben wir auch weg. Dann hätten wir auch ein bisschen kleiner kloppen können, ne? Das ist jetzt nichts für einen Mülleimer. Ach du Scheiße, da war ja Wasser drin. Oh nee, das habe ich jetzt echt nicht gesehen. Oh. Och Mann, besser kann es gar nicht laufen. Ich werd verrückt, ey. Ich will echt nicht den Mi-Mi-Mi-Mi-Mi-Mi Eindruck machen, aber das ist noch nichts. Ernsthaft, Mi-Mi-Mi. Passt eigentlich gar nicht zu mir. Eigentlich mache ich gar nicht so viel Mi-Mi-Mi. Aber ich merke das, mein Körper kann das noch nicht. Unfassbar, ey. Ich fühle mich, als wäre ich einen Marathon gelaufen. Ja, die wechseln ja gerade den Container aus, oder beide. Ja. Wir müssen warten, bis sie wiederkommen. Ach, die Container sind gerade weg? Ja. Oh. Halbe Stunde. Ja. Ich gehe mich eben kurz hinsetzen. 13 Tage bin ich mittlerweile krank. 13 Tage. Ich schaffe nichts, ich komme zu nichts. Ich möchte hier an der Baustelle weiterkommen. Es nervt mich so dermaßen. Wie kann man denn 13 Tage am Stück krank sein? Ich bin zweimal die Treppe hoch, zweimal runter. Ich habe irgendwie 10-mal eine Schaufel in der Hand gehabt und fühle mich wie ein Pferd, was 40 Stunden ohne Pause durch die Prärie geritten ist. Das geht mir wirklich so dermaßen auf den Sack und da tut mir es auch gerade echt leid, dass ich am Motzen bin, aber das ist doch alles nicht mehr normal. 13 Tage am Stück krank. Früher war es dann eben 2 Tage im Bett gelegen, eben geschlafen, 3-mal gehustet, vielleicht einen Tag danach gehustet und ging das weiter. Und jetzt 13 Tage. Oh. Bin am Schwitzen, Junge. Ich bin am Schwitzen wie ein Nilpferd. Das ganze T-Shirt ist klitschnass. Also kann dann auch hier nichts werden. Das ist so unfassbar. Und wir müssen hier schaffen. Wir müssen vorwärts kommen. Wir müssen endlich anfangen, hier leer zu räumen, damit wir anfangen können, umzubauen oder richtig zu renovieren. Wir reißen ja nur raus und haben auch noch nicht mal 20% von dem geschafft, was wir schaffen müssen. Die ganzen Wände müssen aufgemacht werden. Die ganze alte Dämmung muss raus. Neue Dämmung rein. Oh. Ernsthaft, ich bin maximal genervt. Ich bin so maximal genervt. Ich weiß auch nicht. War vielleicht auch zu früh, nach 13 Tagen krank sein, war es vielleicht zu früh, heute schon wieder mit anzupacken, aber ich merke, das geht nicht. Oh Mann, ey, fuck mich so ab. Wir müssen, wie gesagt, leider auf die neuen Container warten, deswegen lagert der Schutt hier draußen. Wie läuft es, Heinche Förmeier? Gut, ich warte nur auf den Container. Was schätzt du denn, wann kommen die wieder? In den nächsten 10 Minuten. Ja, Wilfried, wenn ich dich nicht hätte, dann würde ich hier gar nichts vorankommen. Nee, ist so. Wie kann das denn sein, dass du so fit bist? Ich bin ganz fit. Fit wie Turnschuhe. Ja, aber du hast aber ja gar nichts. Keine Grippe, keine Erkältung, nee. Gar nichts. Warte mal. Nikotin und Koffein versiegelt, wa? Ja.
Alles zu. Ja. Hast du gerade gesehen, wie ich am Kämpfen war? Ja. Hast du meinen Hustenanfall mitbekommen? Ja. Alter, ich bin fast verreckt. Verschleppte Grippe bei dir. Ole Junge, wieder am Treiben, wa? Sicher. Bei dir geht das auch nur in eine Richtung, oder? Vorwärts. Irgendwann müssen wir uns diese Straße hier vornehmen. Ungelogen. Guck dir das eben an. Ja, wenn der Bau fertig ist. Schotter auffahren. Komplett. Einmal blank machen hier. Das ist ja auch scheiße, oder nicht? Sag was. Wenn scheiße ein Bild wäre. Tja, mein Leben in einer Straße. Wie kommst du hier voran? Läuft es? Läuft gut. Langsam aber sicher, ne? Eigentlich ist es ein geiles Motto für die ganze Baustelle hier irgendwie. Langsam aber sicher. Was heißt langsam? Schneller als gedacht. Schneller als gedacht, aber trotzdem langsam aber sicher. Das impliziert ja dieses langsam aber sicher, dass es ja langsam aber sicher, dass halt gut ist. Nicht schnell, aber gut. Schnell und gut. Schnell und gut. Ja, bei dir ist schnell und sicher. Bei uns ist es langsam aber sicher. Dann geht er bei dir ab. Warum? Ich leg die Folie drauf und jetzt schnauze ich alles kaputt. Ja, sicher. Merkst du was, Wilfried? Er gibt extra Gas, damit wir beide blöd dastehen. Hier, der Container kommt. Ist natürlich auch nicht sonderlich förderlich, wenn du einem im LKW über die Straße rüber ratterst, ne? Ist richtig. Aber geht nicht anders. Ich will mal meinen Ball halten lassen hier. Ah, der Fuß bewegt sich. Was ist das Schönes, Ole? Bodendecker. Bodendecker? Bodendecker. Was ist denn Bodendecker? Kommt hier rein und dann ist nachher zu, dann siehst du den Fließ nicht mehr. Deswegen heißt der Bodendecker? Ja, der macht schön, bedeckt den Boden. Ah. Wie der Name schon sagt. Ich will auch Bodendecker haben. Ja. Was das herrlich ist? Ein Bodendecker? Nee. Ist ein Bodendecker? Nee, der blüht. Warte mal, der blüht weiß und der blüht lila. Mhm. Sind also keine Bodendecker. Das ist ein lateinischer Name, da bin ich raus. Das sind aber keine Bodendecker. Nee, das sind keine Bodendecker, das sind Sträucher. Okay. Aber kommen wir nicht mit dem Namen. Kommen wir nicht mit dem Namen. Nee. Gehst du hin, Wilhelm? Geht wirklich. Geil, geil, geil. Knapp verfehlt den Container, Wilfried, aber nur ganz knapp. Ich bin fix und fertig, Wilfried. Glaube ich dir. Was brauchst du denn eine Minute für eine Antwort? Ja, ich war überlegen. Worüber hast du nachgedacht? Ich wollte noch was anderes sagen, aber lass mal. Alles gut. Was wolltest du denn sagen? Nee, alles gut. Jetzt. Was wolltest du denn sagen? Nix. Nix. Nix? Nix. Den Schutt haben wir hier beseitigt. Jo. Der ist weg. Und der kommt ja bald wieder, weil die Fliesen müssen noch raus. Ey, das gibt's nicht. Ich fahr jetzt gleich nach Hause und dann ab ins Bett. Ich auch. Dusch mich. Bist du fertig mit der Welt? Ja. Ich bin echt kaputt. Ey, ich möchte nicht rumjammern, ne? Aber das ist, ich fühle mich wie so ein 90-Jähriger gerade. Ja, alles gut. Also ich fühle mich so, wie ich auch aussehe. Ruhig auf. Aber wir haben den Schutt hier wieder rausgebracht. Ja. Man muss auch mal sagen, zum 75. Mal. Ja. Immer wieder aufs Neue. Ja. Aber hier muss nur noch einmal aus diesem Raum hier Schutt raus. Und zwar die Fliesen. Aber viel, noch. Ja, die Fliesen, ne? Ja, das ist auch viel Schutt. Kannst du Feierabend machen. Jo. Komm, ich schupp da mal kurz vor. Nee, hau. Gleich hast du die Wasserleute kaputt. Und alles nass hier. So. Bis morgen, Leute. Raude Dach, ihr Lieben. Dienstag, der 20. Februar, 12.05 Uhr. Ich quäl mich mal wieder die Treppen hoch und wir wollen mal schauen, was Wilfried gezaubert hat. Schlossgespenst, mein bestes Pferd im Stall. Was machst du? Hast du nicht gesehen? Nee, fällt mir gerade so nicht auf. Hier die Latten weggenommen, da die Decke weggenommen, die beiden dicken Baumwollsäcke nach unten gebracht. Aber das sehe ich ja jetzt erst, Wilhelm. Ja, siehst du? Du hast die Decke hier im Flur ja schon entfernt. Ja, habe ich doch gesagt. So, und da habe ich die Latten schon abgenommen. Ich wollte es gerade sagen. Ja, von nix kommt nix. Ich war beim Arzt. Hat so lange gedauert. Ja. Weißt du, was da los ist beim Arzt? Hat er gesagt. Notschlachtung. Ja, glaube ich auch. So, hier geht's weiter. Kammer des Schreckens. Hier liegt ja so viel Scheiß, ey. Was machen wir jetzt mit der ganzen Soße hier? Wegschmeißen oder was? Fenster auf. Und ruht. Wir sind jetzt Zwischenstand auf dem Dachboden. Wird weniger. Und hier wird's immer mehr. Du bist am Lachen. Weil du sagst, das wird weniger und da wird es immer mehr. Ja, gefühlt schon, ne? Ja. Wir sind ja leider ein bisschen unterbesetzt. Torben ist beim Sportplatz am Reißen. Die sind da am Laub wegmachen. Und Udo ist arbeiten, deswegen geht es ja ein bisschen langsamer voran jetzt. Wir können die ganzen Sachen schon rauswerfen. Und morgen soll der Container getauscht werden, dann können wir das wieder reinfloppen. Herrlich. Ja, Dachboden machen wir frei, Gerz heute. Dann können wir alles morgen mal rein. Werfen. Du hast das ja alles so schön geplant, aber wenn wir die ganzen Klamotten rausschmeißen, ne? Ja, und? Wo lagern wir die?
Ey, da kannst du nichts mehr von gebrauchen. Das kann alles weg. So viel war das? Ja, da ist ein bisschen was. Alte Gardine. Ja, was haben wir jetzt vor? Das bleibt hier erstmal liegen, so. Wie, das bleibt hier erstmal so liegen? Ja, weil der Container muss noch getauscht werden. Dann hätten wir es auch morgen rausschmeißen können. Nee, warum? Der Dachboden ist auch noch leer. Aber das liegt doch alle, das sieht doch aus wie bei Hempels unterm Sofa. Ja, und da macht nichts. Da macht nichts. Können wir ja zu dir an der Auffahrt legen. Der Eingang ist wieder frei. Wir schichten den Müll von A nach B. Wie kann das eigentlich sein, dass wir mitten beim Abriss sind und dann wieder einen halben Dachboden leer räumen? Das ist unsere Handschrift, ne? Ja. Hätten wir auch vorher machen können. Der Dachboden muss ja leer. Ja, das ist so. Aber das ist ja unfassbar, was hier immer wieder für Müll auftaucht. Ja. Ich bin platt wie Sau. Ich möchte nicht jammern, aber ich merke das immer noch. Bin Mimöschen. Alles okay, alles gut. Magst du den Scheiß da runterräumen und morgen packen wir es dann weg? Genau, so morgen ist der Container ja auch ausgetauscht, ne? Ja. Genau so machen wir das. Dann lass es so machen. Mittwoch, der 21. Februar, 10.47 Uhr. Hörst du das? Ich höre das. Heinche Fürmeier ist auf dem Dachboden zu klempnern. Zu den Klempnern? Na, der kann ja keine Minute ruhig sitzen, der Typ, ne? Nee. Weißt du, was das Geile ist? Nee. Was mir mal aufgefallen ist, ne? Ich glaube, der liebt das hier bei dir. Auf dem Sportplatz heißt das immer, ich kann nicht meinen Rücken und so. Mhm. Da macht er gar nichts. Also nicht viel, nichts Schweres. Und hier ist auf einmal Nick Adonidas 1. Mm. Heintje Fürmeier, was ist hier denn schon wieder los? Du bist ja auf dem ganz falschen Dachboden. Schlossgespenst, wo bist du? Hier. Was los? Du musst hier mal hochkommen und hier mal gucken. Warum? Wird nicht schlecht, wird nicht schlecht. Wilfried, ich wiege keine 35 Kilo. Und die Treppe, also die macht mir schon wirklich ein bisschen Sorgen. Heintje Fürmeier, wir sind doch da hinten am Dachboden bei. Was bist denn da oben jetzt zu wuseln? Der Dachboden ist leer hinten. Ja. So, wir haben, der Container kommt gleich neu. Ich dachte, der wollt gestern schon kommen. Ja, wird aber nur heute. Wird heute. Ich kann auch nicht für. So. Holen wir also Sonntag, stellen da hin. Nee, lass erstmal da hinten den Raum leer räumen. Der sieht doch auch aus wie Arsch. Heintje Fürmeier, du prescht hier vor, das ist doch nicht mehr normal. Nee, aber ist das so, Tom? Ja. Wenn der kommt, geh dann bitte mal weg. Was ist? Ich wollte dich festhalten. Nicht, dass du hier mit dem Kopf in der Wand hängst. Was ist denn da oben los? Chaos. Ich war da 20 Jahre nicht. Was ist da denn los? Also wenn das Leerraum da oben, ist das Zimmer voll. Was steht denn da alles? Kartons, alte Gardinen, alles Mögliche. Ein großer Stoff hier noch, so ein ganz großes Riesending. Da muss alles runter. Lass uns den Chaos nochmal wegmachen hier. Wie lange warst du jetzt hier? Ja, eine gute Woche. Ich wundere mich gerade. Ich habe gerade gesagt, ich stehe hier im Tanzlokal Zierden. Warum? Ja, du weißt, also es war ja schon riesig, wo ich noch hier war mit den Verkleidungen und jetzt, wo die Wand weg ist. Junge, Junge. Kannst du dich tanzen, so? Ja. Na, 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 na. Na, na, na. Warst du früher ein guter Tänzer, Wilfried? Ja, wir haben viel getanzt. Was hast du immer so getanzt? Walzer. Foxtrot. Ich erinnere mich gern an deine Geschichte von deiner Hochzeit damals. Ja. Du und deine Frau, ihr habt bei der Gaststätte zur Mühle Kramer geheiratet. Ja. Nein. Doch. Die Kirche stehen völlig. Ja, die Feier. Unfassbar. Also, ich habe ja mal gehört, was heutzutage Hochzeiten kosten. Was kostet heute eine Hochzeit? Anständige, so wie du damals die Hochzeit gehabt hast? Wenn wir die heute feiern würden, locker 8.000, 9.000 Euro. Was hast du damals bezahlt? Für 111 Gäste 2.500 D-Mark. Mit Zigaretten, alles dabei. Zigaretten im Glas, ne? Im Glas, was kennst du auch noch, ne? Ja, aber so eine Hochzeit kommst du heutzutage doch nicht mehr mit 8.000 Euro hin. Ach, ja. Nee. Also, wir haben doch mal wegen Vereinsfest angefragt. Und wenn du das dann richtig Vereinsfest gut machst, bist du ja pro Person schon 120 Euro los. Ja, jetzt, ja.
Aber das ist Wahnsinn, aber nicht. Das kannst du nicht mehr. Und dann hast du bei deiner Hochzeit damals das Tanzbein gesprungen. Ja. Und dann muss ich noch dran denken, eine Geschichte, die es aber wirklich war. Da habe ich mit der Chefin von meiner Frau getanzt, ne? Mhm. Nachts. Mhm. Und dann kennst du wohl... Im Bett heißt, getanzt oder was? Wovon redest du? In einen Tanzführer. Und kurz so in die Knie gegangen, weißt du? Der Ententanz. Ja, und da ist meine Hose gerissen. Ja? Hast am Anzug gespart, ne? Nee, war teuer. Aber so gebürgt, weißt du, und man reißt mir die ganze Hose auf. Also Ententanz gemacht. Ja. Nachts um zwei in der Kneipe. Ich kann das nicht mehr so. Nee. Geil. Und dann ist Dance with Dave eigentlich noch. Das kenne ich ja. So, jetzt tanzen wir hinten in den Raum. Lalalala. Der ist merkwürdig gut drauf, ne? Ja, eigentlich hat er ja welchen Namen? Gargamel, genau. Gargamel, genau. Gandelbart, es gibt mehrere. Guck mal, da kommt er wieder. Ja, Wilfried, hier hast du ganze Arbeit geleistet, wa? Alles runtergeschmissen vom Dachboden. Aber wirklich alles vom Dachboden runtergeschmissen. Mein lieber Kokoschinski. Wilhelm, du alte Maschine. Wir haben hier gerade Diskussionsbedarf, weil diese Wand hier ja wegkommt. Und ich frage jetzt gerade, Wilfried, bist du sicher, dass die Wand denn so weg kann? Weil die Balken liegen da ja auf. Junge, bleib mal chillig. Das ist keine tragende Wand. Die Balken laufen durch. Siehst du das nicht? Ja, aber die liegen ja doch trotzdem auf. Die halten doch nichts da. Sieht man doch, die dumme Suppe. Entschuldigung, Alter. Die kann weg. Soll ich dir noch mal was Cooles zeigen, was ich vorhab? Dieses Badezimmer hat ja ein spitz zulaufendes Dach nach oben. Ich nehme die Decke hier raus und dann wird das auch oben spitz zulaufend verkleidet. Das ist ja eine Gaube. Ja. Also nehmen wir die Decke hier raus und lassen die spitz zulaufen. Ja. In Form der Gaube. Was meinst du, was das hier für ein Volumen gibt? Das wohl, aber da hast du ein Problem. Du bist die Dusche, weil die da hin haben. Das kommt erstmal alles raus. Wir müssen den Raum hier auch noch komplett entkehren. Ja. Du bist die Dusche trotzdem da weiterhin haben. Achso, und dann kann man die Decke nicht spitz zulaufen lassen. Das ist wohl, aber die Seite nicht, weil da die ist die Wand. Hier ist die Außenwand. Die kommt weg. Ja, aber die Gabel läuft nicht so weit dahin. Ja, das, trotzdem kann man das machen. Das kannst du sagen. Bring mich jetzt hier nicht in eine Bredouille. Ist aber so, weil die Gabel läuft bloß bis hier. Ja. So. Heintje Fürmeier, ne? Immer noch einen schlauen Spruch auf Lager. Das ist aber so. Du bist wirklich so ein Schlossgespenst, ne? Das kann ich überlegen, ne? Nee, hab ich wirklich nicht. Aber die Idee ist trotzdem gut. Ja. Der weiß mehr als ich, ey. Der hat mehr Lebenserfahrung als du. Was schimpft der da im Hintergrund all rum? Kannst du ruhig gucken, geht nicht, meint er. Da ist die Gaube. Und die Decke ist ja einfach gerade zugemacht worden. Das will ich aber nicht. Ich will die Decke der Gaube anpassen. Top Idee, wirklich. Ist so, ne? Hammer. Das Stück von der Gaube kannst du aufmachen, den Rest nicht. Ja, oh Herrgott nochmal. Hast du dir das gut überlegt? Guck nicht so suffisant, ich hab mal einmal was im Leben richtig gesagt, du Sumpfarsch. Gesicht. Sumpfarsch gesehen. So, Heintje Fürmeier, was bist du hier alle am Rumspekulieren? Hab ich doch gesagt, boah, da geht's nicht. Die Gaube ja, lass mich doch einmal eine gute Idee haben. Ja, kannst du ja ruhig, sag ich ja nichts von. Ich würde vorher gucken und dann will ich das sagen. Aber wir können ja sonst auch noch komplett eine andere Gaube bauen, dass es größer wird. Genau, ich kann dir aber auch komplett einen an den Hals hauen, wenn du willst. Weißt du, so eine Gaube kostet, die mal eben bauen? Können wir doch selber. Mhm. Wir schon aber ein Träger rein, ne? Ja, das haben wir doch schon alles geplant, den schmeißt Udo. Wir sind ja bekanntlich hier am Knojen wie Sau, ne? Ja. Am Reißen. Ja. Das kann uns keiner absprechen. Wir wollen aber kurz Spaß haben. Okay. Holen wir das Quad her. Meinst du, wie dich das hält? Na, Papa, was geht ab? Wilfried will mal mit dem Quad durchs Haus fahren. Wir haben noch einen Mini-Quad. Der fährt doch in die Rille rein. Ja, lass ihn doch, Papa. Der baut nämlich gerade eine Rampe. Was baust du da? Eine Rampe. Da kommt der niemals mit hoch. Junge. Was denn? Das soll ich vom Rettungsdienst schon anrufen. Ja, ruf den Rettungsdienst mal an. Papa hat Rettungsdienst schon angerufen, ne? Ausgehen.
Stahl, ne? Der zieht gut weg. Das schmeißt mir den ganzen Scheiß runter. Fenster auf. Wir müssen aufpassen, nicht wieder alles im Blumenbeet verteilen. Oh. Hola, Ole. Na? Hast du hier deine, wie hießen sie, Bodenwurzler oder was? Bodendecker? Bodendecker sind alle drin. Hast du Feierabend oder was? Nee. Was hast du jetzt vor? Vorne. Was machst du da denn? Rindenmulch verteilen, bzw. Hackschnitzel verteilen. Torben und Wilfried schmeißen da gerade alles aus dem Fenster. Ja, ich höre es. Kannst du wieder alles aus dem Gebüsch gleich raussammeln? Soll ich den Helm mitgeben? Ich habe einen Helm im Auto. Na, ich habe auch einen im Haus. Zeig mal her, die Hackschnitzel-Geschichte. Das sieht aber fein aus, Ole. Ja, hier noch ein bisschen, ne? Muss ja ein bisschen schick gemacht werden, die Kante. Ja. Also dick. Fließt runter. Ja, Mama und Papa kriegen aber einen richtig feinen Garten, wa? Ich finde den Kontrast ja geil, ne? Ja. Mit der knallgrünen Hecke, dann die Hackschnitzel und dieses bullenrote Haus. Sieht Hammer aus. Ja. Mama und Papa mit ihrem ollen Angebergarten. So weit bin ich ja noch gar nicht. Zu so einem erfrischenden Tag wie heute gehört ja auch für euch Lieben da draußen Einblick in meine Krankenakte. Also heute Morgen habe ich ganze 2 Stunden geschlafen. Gestern eine ganze Stunde. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Dieser Reizhusten macht mich fertig. Ich war beim Arzt, ich habe mir Tabletten geholt. Die haben ungefähr... Ja, nicht ungefähr, sondern sie haben absolut gar nichts gebracht. Das nervt mich richtig krass. Ich bin jetzt schon wieder Mimimi machen, aber das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wenn ihr die ganze Nacht hustet, nicht schlafen könnt, das geht mir so auf den Sack. Unfassbar, ey. Da ist ja eine Seuche unterwegs. Beim Arzt, da stehst du eine Stunde an, da standen, ich glaube, 60 Leute Montagmorgen vor. Da kannst du alles nicht erfinden. Will ich nicht. Mir alles auf den Sack, ey. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Das geht mir richtig auf den Sack. Ganze Soße hier. Donnerstag, 22. Februar, 10.40 Uhr. Die krankeste Baustelle Deutschlands. BBD, bist du wieder fit? Zu 80%. Was hattest du? Grippe. Und wer hat mich angesteckt? Du. Ich bin jetzt schuld. Du bist schuld. Du hast auf dem Sofa geschlafen zu Hause? Im Sitzen. 3 Nächte. Echt? Ja. Hast du durchgezogen? Ich konnte nicht liegen, keine Luft gekriegt. Und hast du so, wie du da jetzt sitzt, ja, hast du geschlafen? Ja. Mit Händen in der Tasche? Nö, mit Händen in der Tasche nicht, ne? Wie hattest du die Hände beim Schlafen? Weiß ich doch nicht. Aber nicht in der Tasche, weil ich keine Hose anhatte. Bist du wieder fit? Nö. Wie nö? Was ist das für eine Antwort? Nee, noch nicht ganz. Was hast du denn noch? Noch immer noch Husten und Schnupfen und Gliederschmerzen. Wilfried Tesch, Alter, das ist ein Phänomen. Du bist der Einzige hier, der fit ist. Das ist unfassbar, du hast gar nichts. Ich weiß gar nicht, was ihr alles habt. Das ist wahnsinnig neu. Unfassbar. Schief weht. Husten. Du hast einfach gar nichts, Alter. Nee. Ja, wir sind mal ein Knochen, ne? Das ist aber normal. Und fällt dir was auf, Torben? Wilfried treibt uns wie Sau, ne? Ja, das ist nicht mehr normal. Heinche Föhrmeier. Nix Heinche Föhrmeier, da kann ich wieder. Auf. Kaffee auf? Nö. Heinche Föhrmeier, was haben wir heute vor? Heute reisen wir die Wände blank. Das kommt alles raus da oben. Daniel, sagen wir mal eher so viel, wie wir es schaffen. So wie wir es schaffen, wir beide, ne? Hast du auch noch so mit der Kondition? 10 Minuten arbeiten, danach bist du fertig, als wärst du einen Marathon gelaufen? Du siehst aus, schweißgebadet. Ja, hatte ich auch hier. Können wir uns die Hand geben, wir beide. Ja. Aber du, wir können dazu gucken, wie die beiden arbeiten, ne? Ja, man kann ja ruhig ehrlich sein. Ich habe mich heute Nacht übergeben. Ja. Vom Husten. Das musst du erst mal hinkriegen. Wie im Werner-Film, was du mir erzählt, war das. Ja, es war ähnlich. Ihr könnt mir wohl die Frisur machen, ist mir scheißegal, aber ich nehme heute so eine olle Maske oder was. Die hast du besorgt, die nehme ich. Ja, die taugen aber nichts. Wie, die taugen nichts? Also besser Maske tragen als gar keine Maske tragen. Ja, das ist richtig, die taugen aber nichts. Warum? Da musst du Brille absetzen, siehst du wieder nichts. Ja, wir haben alle keine Brille. Aber ich doch. Schritt 1 für heute definitiv, was wir schaffen wollen. Wir gehen in Maltes ehemalige Zimmer, reißen da erstmal die alten Liegeplatten von der Wand und machen die nackig, die olle Wand. Ne, Wilfried? Genau. Aber nix ohne Maske, ey. Guck mir das nicht normal an ohne Maske. Ach, herrlich. Wilhelm, jo. Dann lass uns ein bisschen Gas geben jetzt. Jo. Brecheisen muss mit. Wir sind hier in Maltes ehemaligen Zimmer und das wird halt mein zukünftiges Schlafzimmer. Wir machen hier jetzt erstmal die Wände blank, wa? Ja. Rigips runter. Dann runter, dann kann die Glasfolie auch gleich weg. Weil wir wollen ja auch alles neu dämmen, ne? Ja. Genau so ist es. So, lass uns anfangen. Lass die Spiele beginnen.
um das Ganze einfacher zu machen, ne, nehmen wir die Säge und sägen dann drauf. Dann haben wir große Stücke. Das hatte ich auch gestern als Idee. Schwester, Säge bitte. Bin ich nicht für zuständig. Wer denn? Ja, der Kümmerer. Danke, Tom, du bist Bestmann. Können wir hier schon mal die Latten abnehmen? Ja. Und die Glaswolle. Wo soll die jetzt hin? Die Glaswolle? Mhm. Wieder in Säcke. Haben wir denn noch welche? Ja, haben wir noch. Okay. Eins liegt nach oben und drei liegen nach unten. Machen wir so, Leute. Ihr reißt die ganze Soße hier runter, einmal die Wand blank machen und wir beide machen Maltes ehemaliges Zimmer blank. Genau. Machen wir so, wa? Ja. Du bist aber ganz sicher, dass keine Kabel da sind. Hier liegt ein Kabel hoch. Ja, ein Kabel. Siehst du, du hast doch gerade gesagt, da liegt gar kein Kabel. Hab ich gar nicht gesagt. Doch, hast du gesagt. Wie kommt ihr voran, Männers? Jo, ja, die Latten sind ab und schon draußen. Wo liegt jetzt was? Eine ganze Leitung. Ja. Weit genug zurück. Ja. Sicher, dass das die einzige ist. Ja. Nichts mehr passiert. Hier liegen ganze Leitungen. Hocherfreulich, dass wir vorankommen. Auch wenn das hier die krankeste Baustelle Deutschlands ist. Das kann man jetzt auch falsch verstehen, aber im Sinne von erkältet und Grippe. Du, aua. Hast du eben eine andere Jacke jetzt an oder wo kommt die Maske her? Hä? Wieso Jacke und Maske? Das ist doch was ganz anderes. Nee, du hast deine Maske gesucht. Hast du vielleicht in der Tasche gesteckt gehabt? Nein, die lag unten auf dem Tisch. Ich habe keine andere Jacke mehr. Oh Mann. Du musst doch weniger Aspirin in dich reinstopfen. Aspirin? Ich krieg gleich Aspirin in den Arsch. Ich bin total verabreicht. Ah! Oha. Kann aber auch nur Dreck sein, ne? Dreck oder Feuchtigkeit? Ja, feucht ist es nicht. Ja, feucht, das ist Dreck. Ja, hoffen wir mal. Nicht, dass das doch durch die Feuchtigkeit ist, weißt du? Dass da irgendwo ein Leck ist oder so. Mit meinem Laienblick sieht es halt auch ein bisschen aus wie Schimmel, ne? Oder? Ja, deswegen. Einmal lieber nachgucken lassen. Fragt er einfach Nico von Ron. Der ist doch Dachdecker oder Zimmermann oder was ist der? Dachdecker. Da hat sein Techniker gemacht. Ja, Nico wird das wissen, was das ist. Ja, definitiv. Frag ihn doch einfach mal. Aber das sieht ein bisschen aus nach Dreck, ne? Oder also sagst du Schimmel? Ich würde auch sagen Dreck. Weil das ist ja von dieser Seite. Und das kannst du ja so abputzen. Guck mal. Weniger Drama als gedacht, hoffe ich. Und das ist auch nicht feucht. Schmutz, trocken. Torben sagt, du kannst nichts. Du. Kann ich mitnehmen, wenn er das sagt. Weil er kann ja auch nichts. Oder? Ist so. So sieht das aus. So, darf ich weitermachen? Ja, klar. Ja, danke. Donnerstag, 22. Februar, 16.03 Uhr. Moin, Jan-Jürgen. Moin, Wilke. Liebe Leute, Jan-Jürgen, habt ihr ihn vermisst? Ich hoffe doch. Wie geht's dir, Jan-Jürgen? Alles bestens, so bei dir? Ja, auch alles super. Stehst hier im ehemalig wo? Küche, Jonas in meinem Wohnzimmer und Minis und ihr im Schlafzimmer. Genau, hier waren wir früher, ne? Ja. Hier habt ihr auch immer gezockt. Ja. Was viele ja nicht wissen, Jan-Jürgen ist im Alter von 6 Jahren hierher gekommen. Dann hast du hier gelebt, von 6 bis 18. Ja. Siehst du?
Also Jan-Jürgen kennt sich hier aus wie Sau. Interessant für euch zu wissen, um 18 Uhr, also nach diesem Video, gibt es ja mal die Udo und Wilke Videos. Da spielt Jan-Jürgen jetzt auch öfter mit. Aber noch schöner ist, du bist auch im Sommer viel bei den Elternhaus-Videos dabei, ne? Richtig. Weil wir müssen ja viel im Garten schaffen und dann möchte Jan-Jürgen mit anpacken. Da habe ich richtig Bock drauf. Und wir müssen ein Gästezimmer für Jan-Jürgen hier einrichten mit PlayStation. Was willst du eigentlich noch alles? Das ist nur für dich, dass er hier wohnt. Ja. Damit er schnell zum Fußballplatz kommen kann, um dich aus der Scheiße zu reiten, oder? Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Möbelwagen. Und außerdem, jetzt kriegt er das Gästezimmer. Das sollte ich doch kriegen. Hat Bienchen nicht rausgeworfen? Nee. Ja, dann sorg dafür, dann kannst du hier auch wohnen. Ich bleib bei meinem Bienchen. Wie fühlst du dich denn eigentlich, hier zu sein? Also, ich fühle mich wirklich richtig wohl, dass ich mal wieder hier bin. Ne? Dass ich das so sehe, was hier so alles passiert und so. Bin echt sprachlos. Wollen wir mal nach oben in dein altes Zimmer? Ja. Ja, das war mein Kinderzimmer. Hier war das Bett. Hier war noch ein Schrank. Fiete hat immer bei dir im Bett geschlafen, ne? Ja, das waren coole Zeiten, als Fiete noch bei mir geschlafen hat und so. Hast du ihn denn nicht mal gesucht oder so? Ja, ich habe immer abends oder nachts meinen Hund gesucht. Ja. Und dann lag der bei dir und vor allem, wo lag der immer? Auf meinem Kopf. Wirklich? Ja, Fiete und ich waren so. Fiete lag immer auf seinem Kopf, beziehungsweise bei seinem Kopf. Ja, gut. Wahnsinn, was hier so alles gelaufen ist. Ja, hier waren wir heute bei Jan-Jürgen. Guck mal, wir haben die Wände da hinten blank gemacht. Wenn du da mal schaust, da sind ja keine Wände mehr dran. Nee. Weißt du, was hier passiert? Was wir hier vorhaben? Nee, gerade noch nicht. Aber das wirst du mir jetzt, glaube ich, erzählen. Siehst du die Wand da? Ja. Die kommt komplett raus. Das wird hier Schlafzimmer. Beide Räume. Und wenn die Wand raus ist, mache ich was? Die Decke noch raus? Genau. Die Decke kommt auch raus. Also die ganzen Bretter, die Balken bleiben in Sicht. Dann habe ich so ein ganz großes Schlafzimmer. Mit Riesendeckenhöhe. Aber da freuen sich auch sicherlich die Zuschauer, wenn du hin und wieder hier mal reinschneist und beim Elternhaus hilfst. Wenn du Lust und Zeit hast, ne? Ja, da habe ich richtig Bock drauf. Also, was du noch so alles so vorhast, da habe ich so richtig Bock drauf. Ja, und dann im Garten, da will ich aber hoffen, dass du dabei bist. Ja. Einer muss mit dem Radlader hier umgehen können. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja, warte mal ab, dann ruf mir die auch an, dann kommst du öfter mal hierher, ne? Dann bin ich da nicht gewesen, dann ist Wilke das gewesen. Das ist doch schön, wenn man mal unsere Videos betrachtet. Jan-Jürgen war jetzt 2-3 Jahre nicht zu sehen, jahrelang dabei gewesen, dann taucht er wieder auf, ist wieder dabei, das ist doch toll. Ja, ich finde das super. Und vor allen Dingen, wie groß er geworden ist. Ich bin ja so ein kleiner Hämpfling hier. Ja. Ja. So, ich hau ab. Ich muss los, ich muss im Sportplatz. Ich mach andere Aufgaben zu tun. Ich grüße euch alle Zuschauer und ich will hoffen, dass es euch alle gut geht. Bis irgendwann mal. Tschüss. Freitag, 23. Februar, 9.55 Uhr und ich habe keinen Akku mehr. Wie ist der Stand der Dinge, Wilhelm? Ja, hier sind wir erstmal durch. Ist luftig wie Sau hier. Ist ja super kalt. Es zieht. Wie Hechtsuppe. Wie Hechtsuppe. So, ja, da oben die restliche Dämmwolle können wir noch runternehmen, weil wir erst das Vertiefung da wegmachen müssen. Ja, die Bretter müssen runter. Wir machen den Dachboden ja eh auf. Also müssen wir die Bretter runternageln und wir müssen oben die Schrägen lose machen. Da gehen wir aber noch nicht bei. Nein. Da machen wir nächste Woche. Genau. So, okay. Sumpfarschgesicht. Moin, Herbert. Moin, Hermann. Was macht ihr? Ja, wir haben den restlichen Schutt vom Sportplatz hierher gebracht. BBD. Schön bei mir in Container, ne? Da war kein anderer da. Achso, ja. BBD ist jetzt auch mit dem Radlader da. Da haben wir gedacht, wir gucken, ob wir hier noch helfen können. Oder ob heute Freitag ist, 12 Uhr fällt der Hammer. Ja, hier ist der Ball auch ab. Ja, nur dasselbe Spiel oben, genau. Bretter erstmal runter. Aber das machen wir nächste Woche. Nächste Woche. In Angriff. Herrlich. Aber eine Sache müssen wir nochmal besprechen. Befrage ich mich, ob die Wand eine Funktion hat, weil die Balken da ja drauf liegen. Das ist keine tragende Wand. Das ist eine tragende Wand. Und die ist eine tragende Wand. Weil die müssen wir abreißen. Das wird ja das große Schlafzimmer. Genau. Ich frage mich aber wirklich, weil sie ja da drauf liegen. Wir du sagst immer nein. Wir haben die Hochmauer. Das ganze Haus. Nein. Weg. Das ist keine tragende Wand. Glaub mir das. Wir haben ja auch hier im Flur große Diskussionen, weil ich gesagt habe, lass uns schon mal die Fliesen abstemmen. Wilfried und Daniel strikt dagegen. Ja, das ist Blödsinn. Warum? Das ist Blödsinn. Stolperfalle hochziehen. Ja. Warum denn das? Das ist uneben dann. Das ist dann uneben alles. Achso, die Fliesen wurden auf unebenem Boden gemacht. Nee, aber dann, wenn du mit einem Bohrhammer dabei gehst, dass du die wegmachst. Mein kleiner Grizzly-Bär-Freund, da muss ich den beiden wirklich recht geben. Du hast, weil, ne? Ja. Weil man fängt eigentlich von oben nach unten an. Wo ist die Decke? Oben. Wo sind die Fliesen? Unten. Was hast du jetzt vor?
Die Schräge abbauen und die Decke wegmachen. Und den neuen Strohputz. Ja. 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 Moin Leute, heute machen wir das nächste Zimmer blank, beziehungsweise Jan Jürgens altes Zimmer. Die Wände müssen runter, ne? Damit wir hier irgendwann neu dämmen können. Viel Spaß. Leute, setzt unbedingt Masken auf, diese Staubmasken, wenn ihr solche Arbeiten macht. Das ist nicht ganz so gesund, wenn man diese ganzen Sporen und so einatmet von diesen, von dieser Glaswolle. Das sind so ganz kleine Fasern, die sich absetzen und sich in der Lunge verankern können. Es ist auch so, ich bin ja auch noch ein bisschen krank, ein bisschen mimimi, aber deswegen immer ein bisschen Piano. Wir sind gerade dabei, das alles runterzureißen. Das ist eine Menge Arbeit. Ist halt schmutzig, ist halt staubig. Aber ich glaube, am Ende, wenn man alles erledigt hat, dann ist man auch echt zufrieden und glücklich. Und es sieht auch dann garantiert toll aus. Da könnt ihr euch drauf freuen, weil wir werden echt zaubern. Das Video ist zu Ende, ihr Lieben. Und vor mir steht die bezaubernde Glücksfee Udo. Wer hat denn diesen schönen Metabo-Bohrer gewonnen? Gewonnen hat Wolfgang 9137. Wolfgang, melde dich bitte bei der eingeblendeten E-Mail-Adresse. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Danke fürs Einschalten. Wenn es euch Spaß gemacht hat, klickt doch gerne mal auf Gefällt mir. Genau, das würde uns echt freuen, wenn ihr auf Gefällt mir klickt. Da kommt jetzt die andere Zauberfee, Torben Antanzen. Ich habe zwei von diesen Koffern gekauft. Einmal für Udo und Wilke fürs Gewinnspiel und einmal fürs Elternhaus. Und du hast gedacht, du kaufst mir den ab. Ja, deswegen habe ich dir noch einen Koffer gekauft. Denken sollst du den Pferden überlassen. Ja. Deswegen bist du jetzt auch die Glücksfee. Oh. Scheiße, wa? Ja, liebe Leute, wenn ihr diesen vollgepackten Werkzeugkoffer gewinnen wollt, schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Videos findet und warum ihr diesen Koffer gewinnen möchtet. Und bevor das Video jetzt endet, ab dieser Woche ist hier richtig Power im Spiel. Jo. Leute, ihr könnt euch echt freuen. Timo Brandt kommt morgen. Timo ist ja Maurer. Der muss ja erstmal was zumauern. Besser ist. Dann können wir diese Stützen abbauen, weil die Träger sitzen ja fest. Und dann gehen wir mit den Stützen nach oben. Ja. Da passiert nämlich richtig was. Oben wird jetzt richtig gerissen. Planänderung, die 899. Planänderung, die 899. Also, freut euch auf nächsten Sonntag, 17 Uhr, das neue Elternhaus-Video. Es wird richtig.